The Originals. Diese Stadt war einmal meine Heimat. Sieh dich um. Vampire regieren jetzt die Stadt. Erweise mir Respekt. Wie kannst du es wagen, mir zu befehlen? Ich bin unsterblich. Es bahnt sich ein Krieg an. Wachst du mit? Wieso musst du immer wieder von diesem Baby an? Die Opferung kann anfangen, sobald am Morgenhimmel der Mond untergeht. Novo Arm. Melange avec nous. The Originals. Die komplette erste Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und die... The Originals. Ich mache mir Sorgen wegen Haley. Sie wird jeden Tag grausamer. Kannst du nicht sehen, dass sie langsam daran zerbricht? Ich bin jetzt ein Hybrid. Und mein Werwolf-Temperament schlägt voll durch. Ich bin Michael. Der Vampir, der Vampire jagt. Weil es möglich ist, dass sie etwas besitzen, das sehr gefährlich für uns ist. Sie haben den Pfahl, der euch töten kann. Vater. Wir beide haben ja auch noch eine Rechnung offen. Ich habe diese Hexe getroffen. Ich habe die Augen dieser jungen Hexe gesehen und ich schwöre dir, sie ist unsere Mutter. Niklaus. Unser Vater. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Weißeichenpfahl. Dann gibt's nur eine Frage, die wir uns stellen müssen. Welchen unserer beiden Eltern töten wir zuerst? The Originals, die komplette zweite Staffel. Jetzt als Blu-ray DVD. Für immer und ewig in der Tat. Du hast Angst, weil alle, die du liebst, wütend auf dich sind. Eine Familie. Nimm dich in Acht. Was du zerbrochen hast, hält keine Macht. Während deine Familie zugrunde geht, wirst du die Bestie sehen, die bald vor euch steht. Am Abgrund. Ein verlockendes Ziel, das noch verlockender wird durch die Tatsache, dass deine Familie gespalten ist. Ich bin Klaus Michaelsen! Ich bin das, wovor sich Geringere fürchten. Was, wenn ich dir sage, dass ein Konflikt zwischen den drei verbliebenen Erschaffungslinien wächst? Ich wurde angegriffen. Du musst mit einer Machtdemonstration antworten. Ich habe etwas zu erledigen. Natürlich. Ganz zauberhaft. Ich muss zu meiner Tochter. Ich frage mich, wie man ihre zerrissenen Bande wieder heilen kann. The Originals. Die komplette dritte Staffel. Jetzt als... I am a curse on this world. For some time now, my body has laid in darkness. My mind haunted by the past. Drink! The agony. Is never ending. And amid all my pain, I recall a poem that whispers truth into the void. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears. Night and morning with my tears. And I sunned it with smiles. And with soft, deceitful wiles. And it grew both day and night. And my foe beheld it shine.
he knew that it was mine. She is my daughter. I decide how to protect her. And into my garden stole. When the night had veiled the pole. In the morning, glad I see. My foe outstretched beneath the tree. Mom, are we going to get my dad? Yes, sweetie. I promise. Lass meine Stadt wissen, dass ich nach Hause komme. The Originals, Staffel 5. Dad, ich wusste vorher nicht, was ich auslöse, doch jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Das Heikle an Wendepunkten ist, dass man sie erst im Nachhinein bestimmen kann. Falls die vier Michaelsons zusammenkommen, wird eine Finsternis eingeläutet, die wir so noch nie erlebt haben. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ein Test. Werft nicht alles weg, was wir erreicht haben. Rache ist nicht Gerechtigkeit. Wollen wir wirklich ein Kind opfern? Er ist ein Hybrid mit der Macht, jeden Vampir, den er will, zu töten. Du solltest gehen. Weil ich absolut keine Ahnung habe, wie das hier ausgehen wird und wenigstens einer von uns die Chance haben sollte, glücklich zu sein. Vielleicht ist Klaus Michaelson endgültig verrückt geworden. The Originals. Die komplette fünfte und finale Staffel.